Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Opening. Und heute öffnen wir einmal das Structure Deck Dinosaurs Rage. Und zwar als eine Art Special Edition oder Special Set, so wie ich es sagen möchte dazu. Eine besondere Variante dieses Decks, die ich glaube so aus den USA halt nur bekannt ist, in der es halt neben dem Structure Deck noch zusätzlich einmal die Promo den fünfköpfigen Drachen ergibt. Ich glaube, das war das erste Mal, dass es überhaupt rausgekommen ist, wenn ich mich recht entsinne. Könnte aber auch falsch daran liegen. Und sogar noch einem Power-Up-Pack, was wir ja auch schon aus zukünftigen Structure-Decks zum Teil gesehen haben. Aber auch mit einem echten Hauptset, nämlich Power of the Duelist. Also schon richtig altes Ding. Und das heißt, wir haben nicht nur ein Structure-Deck, was wir aufmachen, sondern danach sogar noch einen Booster, den wir mit aufmachen können. Und können uns dabei natürlich auch noch ein bisschen rumphilosophieren, wie das originale, ja, Dinosaurier-Deck denn sich so gemacht hat in der Vergangenheit, nachdem wir schon vor einiger Zeit ja, quasi den Schwester-Pendant davon aufgemacht haben, nämlich das antike Antriebsdeck, was ja auch zusammen mit diesem Deck gemeinsam in einem Set-Release eine Neuauflage bekommen hatte vor einigen Jahren, 2017 glaube ich war das. Und heute schauen wir mal an, was im Original drin war und ob das cool war oder nicht. So, da haben wir das Special Set. Soweit ich das jetzt verstanden habe, ist es ein Worldwide Release gewesen. Das heißt, ja, nicht US-exklusive unbedingt gewesen, auch wenn es nur in Englisch ist. Was auch immer das bedeutet. Includes the Unstoppable Five-Headed Dragon with 5000 Attack, der hier seinen ersten Print bekommen hatte und ersten Reprint 5 Jahre später, 2011, in der Gold Series 4 Pyramids Edition bekommen hat. Den wir uns gleich natürlich auch mit anschauen werden. Und ich bin gespannt, was im Power of the Duelist, ja, Booster dann nachher drin ist. Versuchen wir es nur so heil wie möglich aufzumachen, wie es geht. So, da haben wir dieses riesen Stück Plastik natürlich mit dabei. Muss ja. Oh Gott. Da ist der Five-Headed Dragon. Ist das statische Aufladung? Ja. Hängt da einfach dran und dann haben wir den hier. Five-Headed Dragon, so richtig dunkel noch, so richtig oldschool. Sehr cool. Original First Print davon. Sehr, sehr cool. Erinnert mich immer noch ein bisschen an die Gold von so von dem Feeling her, von der Farbgebung irgendwie, weil es erinnert mich stark an die Gold. Dann haben wir hier das Power of the Duelist Pack. Das könnten die gerne öfters machen. Einfach mal ein Booster-Pack eines Hauptsets mit reintun oder halt wieder mal ein bisschen reprinten, die alten Sets. Da hätte ich echt mal Bock drauf, aber Konami glaube ich selbst jetzt gerade so momentan nicht. Da haben wir die originalen Zonen quasi hier. Nochmal, ganz normales Structure-Deck-Matte, die damals der Jazz war. Dann haben wir hier die Liste und die entsprechenden Kombos mit den neuen Karten und tolle Sets nebenbei. Unter anderem hier als Promo halt mit dabei, was halt sehr cool ist. Das könnte man heutzutage noch mehr machen. Ist aber auch nicht Konami, das ist ja alles Upper Deck. Das heißt, die Karten werden auch diesen geilen Geruch wieder haben. Hier nochmal die Anleitung, wie alles funktioniert. Bis, ja, Ritual Summons und Fusion Summons. Und dann haben wir hier unseren Block mit unserem Deck. Und schauen uns einmal an, was dieses Deck denn so alles zu bieten hatte. Die Dinger sind aber echt eng verpackt. Wie macht man das am besten auf? Gibt es da noch eine Aufreißtechnik irgendwie dazu? Oder irgendwie so ein Stück, was man anfassen kann oder so? So wird das nix. Ich werde das mal leicht anschneiden mit einer Schere einfach. So, zack. Das sollte schon helfen, um es aufreißen zu können, damit wir hier bloß nichts kaputt machen. Ja gut, weiter geht's jetzt auch nicht. Doch, hier geht's weiter. Und dann riechen wir mal dran. Geiler Stoff. Oh, ja. Yu-Gi-Oh! So. Eine der neuen Karten. Super Conductor Tyranno. Stufe 8, 3300 Angriffspunkte, 1400 Verteidigungspunkte. Hat ja mittlerweile eine neue Version bekommen, die eine Fusion aus zwei Monstern quasi ist, mehr oder weniger. Dinosaurier-Effektmonster einmal pro Spielzug, indem du kannst ein Monster Tribut anbieten, füge dem Gegner 1000 Schaden zu. Das Monster kann in diesem Spielzug, wo du diesen Effekt benutzt, nicht direkt angreifen. Wow. hat dafür gute Stats, dafür, dass er halt so ein großer ist. Und halt so einen Effekt hat, aber ja, das ist irgendwie nicht
So cool. Dann haben wir hier Oxygeddon, so ein bisschen Dinosaurier-Support jetzt erstmal drin. Oh Gott, das ist schon wieder so dieses komplett durchgemischt, ohne Wenn und Aber, ohne dass man irgendwie erkennt, was ist. Goblin Out of the Frying Pan. Baby Sarasaurus war ja eine Karte, die ganz kurz gehypt worden ist, bevor der Reprint des Structure Decks angekündigt worden, oder das Structure Deck angekündigt ist 2017, weil man nicht wusste, ob die damit drin ist oder nicht. In dem Deck war sie dann natürlich, aber zuerst ging die halt ein bisschen hoch, weil alles, den muss man auf jeden Fall haben, der hat nicht so viele Prints. Dann haben wir Tailswipe, das ist eine der neuen Karten, die hier mit rausgekommen sind. Das ist eine ganz normale Zauberkarte. Wähle ein offenes Stufe 5 oder höher Dinosauriermonster auf deiner Spielfeldseite, um diese Karte zu aktivieren. Okay. Wähle und wähle und schicke zwei Monster vom Spielfeld zurück auf die auf die Hand, die entweder ein niedriges Level haben als das gewählte Monster oder sich verdeckt auf der gegnerischen Spielfeldseite befinden. Okay, das heißt, man kann zwei bouncen mit der Karte, was theoretisch ein Plus 1 sein kann. Die sind aber levelbeschränkt oder sie müssen verdeckt sein. Okay, das klingt jetzt auch nicht gerade zu krass. Terran Infinity ist eine Karte, die man zwischenzeitlich auch ein bisschen gespielt hatte, auch 2017, als das neue Deck rausgekommen ist. Damals hier überhaupt absolut nicht spielbar, weil sein Effekt einfach viel zu schwierig zu machen war, halt, dass man halt so viele Monster gebanished kriegt hat und dass das Ding halt irgendwie die großen Angriffspunkte bekommt, aber später halt mit verschiedene Saurier gehen, das ist super einfach. Dann haben wir Jurassic World, was ich so lustig finde, dass diese Karte hier neu war, Jurassic World im Jahre 2006, und dann wir halt nochmal eine neue Field Spell bekommen haben, 2017 mit Lost World. Jurassic World, also Lost World kam ja dann 2017 raus. Ist ja quasi der zweite Teil von Jurassic Park, der halt in den 90ern rausgekommen ist. Und Jurassic World ist ja quasi der Nachfolger, der in den 2010ern rausgekommen ist. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, dass das dann der Film sein wird. Weil wir wussten nicht, dass Jurassic World heißen wird, dass wir das schon hier hatten. Interesting, Konami so ein bisschen die Zukunft vorausgesehen. Alle offenen Dinosaurier-Monster erhalten 300 Angriffspunkte, Verteidigungspunkte, so. Nobody cares. Schwarzer Stego, das ist eine Karte, die mit der ich sehr stark aufgewachsen bin. Als ich halt 2012 wieder angefangen habe, hat mein Kollege halt diese Karte mal gehabt, die hat mich so genervt, dass die einfach wieder sich zurück Verteidigungsbonus dreht, wenn sie als Angriffsziel gewählt wird. Er konnte angreifen mit 1-2. Und dann, wenn ich den angreifen wollte, in die Verteidigungsposition und hatte 2000 Dev, so, oh, Alter, kommst ja auch nicht rüber, das Ding, ne? Starke Karte. Dann haben wir Survival Instincts, auch eine der neuen Karten, die hier drin sind. Wähle Dinosaurier-Monster in deinem Friedhof und wähle eine beliebige Anzahl an Dinosaurier-Monstern in deinem Friedhof und entferne sie aus dem Spiel oder verbanne sie. Erhalte 400 Lebenspunkte für jeden Dinosaurier-Monster, was du so aus dem Spiel entfernst. Okay, das ist eine Karte, die zum Beispiel Terran Infinity helfen kann, aber so als Trap halt super langsam. Dann haben wir Magical Mallet, die hier ein Reprint bekommen hat. Hydrogeddon, eine Karte, die interessant ist, halt für heutzutage auch noch, wenn man spielen möchte für Xyz, weil damit kann man zwei Dinosaurier, wenn die halt jemand durch Kampf zerstört, und dann kann man halt in Lagia oder Dolka gehen, theoretisch. Praktisch wird die halt bei so einem normalen Dino-Decks halt nicht gespielt. Negate Attack. Dann haben wir Ultimate Tyranno, das ist halt das Monster, was sich zusammen fusioniert hat mit dem Superconductor Tyranno, um nachher halt das neue Monster zu bilden, die hier aber halt ein Reprint war, weil die gab es ja schon vorher. Dann haben wir Gilasaurus, eine All-In-Karte, Megamorph als Reprint. Hunting Instinct ist auch eine der neuen Karten, die hier drin waren. Ich wollte erstmal kurz gucken, was hier ist alles drauf. Sind das alles Monster, die es so gibt? Ich glaube, den roten Frosch gibt es nicht und die Schlange gibt es, glaube ich, auch nicht. Den gibt's, glaube ich, den Dino gibt's, glaube ich. Aktiviere nur, wenn ein Monster Spezialbeschwörung auf die gegnerische Spielfeldseite beschworen wird. Beschwöre ein Dinosaurier-Monster von deiner Hand als Spezialbeschwörung. Okay. dann haben wir Schwerer Sturm, damals natürlich eine gute Staple gewesen. Carbasaurus, eine Karte, die damals halt einfach ein Vanilla ist, den man reingeworfen hat, aber sehr viel Relevanz 2012 bekommen hatte, als das Dino Rabbit Deck Spielbarkeit bekommen hat und der halt mit Rettungskaninchen aus dem Deck spezial beschworen werden konnte und er halt der zweitstärkste Dinosaurier war, den man so hat spielen können, neben den Säbelsaurier, oder der dritte war dann, glaube ich, dieser König
Rex, glaube ich, den man halt so spielen konnte. Dann mystischer Raumtyphon, nochmal ein Hydro-Guide und diese Randomness. Mesmeric Control als Reprint, Malfunction als Reprint, Hyper Hammerhead, eine Karte, die man gerne in diesen Battle Packs immer gerne mal wieder sieht. Magical Arm Shield, Black Terra, auch als Reprint, Volcanic Eruption, der ist hier neu drin gewesen, Fallenkarte, aktiviere diese Karte nur während der Endphase, während du Jurassic World kontrollierst, auf deiner Spielfeldseite, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld, rein theoretisch eine interessante Karte, aber dafür muss man halt sowas wie Jurassic World spielen, nein, danke. Dann haben wir Black Tyranno, ja, das ist der direkt angreifen kann. Dann haben wir Ririyoku, einer der Reprints, nochmal ein Hyper Hammerhead. Zibix Blessing, ich weiß gar nicht, die hat gar nicht so viele Reprints, glaube ich, bekommen. Dann haben wir Mad Sword Beast, Fossil Excavation, Lightning Vortex damals als Ersatz für, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt sowohl, ich glaube, Regig auf jeden Fall war banned, wahrscheinlich auch Darkhole. Sabersaurus, das ist der zweite gute Dino und das waren halt die beiden, die man halt gerne in zusammen mit Kabasaurus in dem schönen Dino Rabbit Deck 2012 gespielt hat. Magical Mallet. Dann haben wir Seismic Shockwave, auch eine der neuen Karten, die hier drin waren. Aktivieren nur, wenn du ein Dinosaurier-Monster auf deiner Spielfeldseite. Aktivieren nur, wenn ein Dinosaurier-Monster auf deiner Spielfeldseite zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird. Wähle drei von deinen gegnerischen Zauber- und Fallenkartenzonen. Der Gegner. Warte mal. Okay, du kannst keine Zonen wählen, wenn da schon eine Karte sich drin befindet. Die ausgewählten Zonen können nicht mehr benutzt werden. Zerstöre diese Karte während deiner dritten Standby-Phase nach der Aktivierung. Dann kannst du ein Dinosaurier-Monster von deinem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Wow, ist die langsam. Aber sie ist eine der wenigen Karten, die, glaube ich, Spell and Trap Zones nicht usable macht. Ich kenne ja das mit den Ojamas, die machen ja sehr viele von den Monster-Zones nicht usable. Ich kenne gar nicht so viele, die halt Spell and Traps nicht usbar machen. Das klingt sehr interessant. Wäre cool, wenn Konami, glaube ich, ein bisschen mehr davon machen würde. Würde vielleicht so ein bisschen. Wäre auch ein interessanter Lock, wo man einfach keine Ahnung spielen kann. Interessant. Dann haben wir Miracle Jurassic Egg. Big Evolution Pill ist auch eine der neuen Karten hier gewesen. Mittlerweile natürlich durch die doppelte Evolutionspille deutlich besser geworden als das Original hier. Biete ein Dinosaurier-Monster als Tribut an, um diese Karte zu aktivieren. Diese Karte bleibt so lange auf dem Spielfeld. Bleibt für die nächsten drei Spielzüge deines Gegners auf dem Spielfeld. Während diese Karte offensichtlich auf dem Spielfeld befindet, kannst du Dinosaurier-Monster als Normalbeschwörung beschwören, ohne als Tribut anzubieten. Ist interessant, die verhält sich ja quasi so wie Lichtschwerter oder so. Das sind halt normale Spells, die halt offen dann auf dem Spielfeld bleiben und sich dann pseudomäßig wie Permanent-Zauberkarten dann, ja, quasi machen und der Effekt ist halt so, boah, Alter, wer will gut, hier war das halt so, heutzutage ist es alles Special Summons, Dark Triceratops, eine Karte, die mich auch damals, als ich wieder angefangen habe, richtig viel genervt hat, weil der hatte durchschlagen Kampfschaden und war immer so strong, war ein bisschen schwierig immer gegen den anzukämpfen und nochmal ein Gilasaurus, sind ja drei davon drin? Ich glaube zwei. Für die All-In-Sachen und für halt gute Reprints, also das hier ist allgemein noch ganz gut, auch für heutzutage, beziehungsweise wenn man halt so ein bisschen auf Rabbit gehen möchte, ist halt sehr interessant. Und ansonsten gute Reprints für die damalige Zeit, würde ich sagen, wahrscheinlich der Heavy, der Mystical Space Typhoon, der hier und das war's dann auch wahrscheinlich schon. Spielbarkeit dieses Decks, also absolut. Ich weiß nicht, für mich ist das unterirdisch. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Deck damals gehabt und habt vielleicht ein bisschen mehr machen können. So interessante Reprints für heutzutage noch, das sind halt coole für damals gewesen. Aber hey, von diesen Karten hier ist nichts davon jemals richtig spielbar gewesen, außer in abgefahrenen Formaten, wie zum Beispiel Battle Pack-Formaten, irgendwelche Sealed-Only-Plays. Aber ansonsten, das will keiner spielen. Ich frage mich, ist das dann auch eine richtige Volcanic-Karte eigentlich? Kann die auch gesucht werden durch Rakete, glaube ich, kann Volcanic. Nee, die sucht nicht Volcanic-Karten, die sucht ja die. Wie heißen die? Blaze Accelerator, oder? Oder sucht die beide? Das weiß ich gar nicht. Ist die ein Volcanic-Type? Oder müsste die auch nochmal erratet werden? Oder gab es die vielleicht sogar schon dazu erratet? Das weiß ich nicht. Das Deck klingt sehr schwach, muss ich sagen, weil die Reprints sind nicht sehr viel gewesen für die damalige Zeit. Was natürlich ganz gut ist, wegen dieser Special Set, der Five-Headed Dragon ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und natürlich auch das Power of the Duelist, was wir dabei haben.
Ich freue mich, nachher zu sehen, was ihr so alles zu erzählen habt, was ihr für Schulhoferfahrungen damit gemacht habt, mit dem Deck. Aber ich habe damit also keine Erfahrung und es ist auch kein Deck, was ich wahrscheinlich mir damals geholt hätte. So, jetzt gucken wir uns Power of the Duelist an. Wenn hier nochmal eine krasse Ulti drin ist oder so. Warte mal, sind die Ultis schon drin? Ja, Ultis sind hier drin. Ich glaube, Secrets gibt es, glaube ich, nicht zu dem Zeitpunkt. Ich mich recht entsinne. Und dann riechen wir da auch gleich nochmal dran. Oh yeah. Nice. Boah, schön noch diese richtig darken Karten von damals. Dann gucken wir mal, was wir hier rauskriegen. Alien Grey. Gott. Konami-Logo da ist auch echt sehr dark. Synthetic Seraphim. Black Terror. Und es gibt keine Rare. Also entweder gibt es eine Rare oder eine Holo. Orbital Bombardment. Und die nächste Karte ist... Oh, die in Ulti wäre krass. Aber als Rare aus dem Originalset. Hey, Overload Fusion. Kann man nicht meckern. Crop Circles. Fake Hero. Alien Hunter. Und Brainwashing Beam. Schade. Wäre natürlich cool gewesen, hätten wir noch was Krasses rausgezogen. Aber Overload Fusion ist wenigstens eine spielbare Karte und... an sich schon spielbarer als alle neuen Karten, die hier drin rausgekommen sind. Weil immer heutzutage, damals vielleicht noch ein bisschen Nischkarte, aber heutzutage eigentlich ein sehr gutes Ding, eigentlich, was man gerne auch mal in dem Deck spielen kann. So, das war's dann hier mit meinem Retro-Opening zu diesem Set. Freue mich auf eure Kommentare bezüglich diesen Sets. Und ja, ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.